Alle, die einen Garten haben, wissen, wovon ich jetzt spreche, von den Zucchini. Wir waren 2 Wochen verreist und dann hat sich dieses Bild dargestellt. Riesige, große Trümmer, die wir natürlich nicht mehr essen, aber die anderen, die kleineren, also mittelgroßen, die werden natürlich verwendet, weil Zucchini-Zeit ist einfach auch toll. Und man muss sich halt immer neue Rezepte ausdenken. Ich habe jetzt eins, was habe ich letztes Jahr schon einmal zur Probe gemacht, aber jetzt mal richtig für die Kamera. Und zwar ist das eine Zucchini-Rolle. Das ist dieses wunderbare Teil hier. Es ist eigentlich vom Rezept her nicht so schwierig, aber vom Handling muss man manchmal ein bisschen aufpassen, damit man diese Kringel da hinkriegt. Und das kann man eben verschieden füllen. Also da kommt so eine Ricotta-Quarkcreme rein und dann entweder mit fleischlichen Sachen, Bacon oder ich habe jetzt so Lammwürfel drin und Fisch. Ich habe einen geräucherten Saibling, aber man kann es eben auch nicht mit irgendwie sowas machen, vielleicht getrocknete Tomaten. Und dann hat man die vegetarische Variante. Und man kann einfach reintun, was man möchte. Und ich finde, es ist einfach ein großartiges Rezept. Es gibt eine große Menge auf dem Blech und es eignet sich auch ganz toll für ein Buffet. Für die Zucchini-Rolle brauche ich eben eine Unmenge geraspelte und ausgedrückte Zucchini. Wie man das macht, kann man sehen in dem Film vom Zucchini-Gratin. Steht hier. Außer den geraspelten Zucchini brauche ich Mondamin, ganz wenig Mehl und ziemlich viele Eier. Außerdem habe ich hier noch Pimpinelle, Petersilie aus dem Garten und noch ein bisschen Frühlingszwiebel. Man kann auch Schnittlauch nehmen, je nachdem, was man gerade so da hat. Und dann brauche ich noch 150 Gramm geriebenen Emmentaler. Ich nehme eine schöne große Schüssel und fülle zunächst erstmal die Zucchini da rein. Also ich nehme jetzt mal so 1 Kilo. Ich will ja auch viel Zucchini verbrauchen. Ich habe jetzt ja hauptsächlich gelbe. Und jetzt kommen die Eier da rein. So, jetzt verrühre ich das mal erst. Jetzt muss natürlich noch gesalzen werden. Und weißer Pfeffer. Jetzt ist die Masse ziemlich flüssig. Jetzt muss sie natürlich Bindung bekommen. Jetzt kommt der geriebene Käse dazu. Und nun die Kräuter. Jetzt mache ich das Mondamin dazu. Und so ganz wenig Mehl. Also ich sehe, dass jetzt hier unten noch Flüssigkeit ist, deswegen mache ich noch ein bisschen mehr Mehl da rein. Ist ja auch ziemlich viel Zucchini. Und nun streiche ich das auf das Backblech. So, jetzt habe ich hier meine Saftpfanne mit Backpapier ausgelegt und da kommt die Masse drauf. Das Backblech, das tue ich jetzt für 30 Minuten ungefähr bei 200 Grad in den Ofen. Man muss darauf achten, dass es richtig durchgebacken ist und oben drauf braun. So lange muss man es drin lassen. So sieht es jetzt aus und ist auch fest. Und das hat jetzt ungefähr 35 Minuten gedauert. Jetzt muss die Platte auskühlen und dazu muss ich sie stürzen und das Backpapier abziehen, sonst wird es ja wieder feucht. Ich mache das mit meinem normalen Gitter. Drehe das dann hier rum. So. Ist ja fast ganz drauf gekommen. So, ich habe jetzt mal ein paar Minuten gewartet und jetzt versuche ich mal dieses Papier möglichst gut abzukriegen. Das ist nicht so leicht. Und ich habe es jetzt ein bisschen obendrauf mit kaltem Wasser nass gemacht. Das wird ja sozusagen sowieso die Innenseite und wird ja noch mit der Füllung bestrichen. Und dazu brauche ich Ricotta, Quark, Schmand oder Crème fraîche und zweierlei Senf. Das ist Dijon-Senf, der ist ziemlich scharf und dann noch so einen schönen körnigen Senf. 3 Esslöffel von dem Schmand. Das ist eben diese hessische, fettere Variante von saurer Sahne. Ich habe jetzt hier 10%igen Quark. Und dann kommt noch Ricotta da rein. Jetzt kommt Senf dazu. Habe ich jetzt mal einen Teelöffel Dijon-Senf und einen Teelöffel von dem körnigen hier. Dann Salz. Ich nehme jetzt mal Piment d'Espelette. Jetzt ist es natürlich immer so, wenn man dann so beim Kochen ist oder dann auch noch dabei filmt, dass man
so kleine Fehler macht. Ich hatte nämlich eigentlich diese Kräuter, den wollte ich eigentlich in diese Schmandcreme machen, habe ich aber leider vorher schon in die Zucchini-Masse gemacht. Es schmeckt auch ganz toll so, aber eigentlich sind die Kräuter dann noch besser, wenn sie in diese weiße Masse kommen. Also das schreibe ich auch im Rezept so auf. So, jetzt ist die Scheibe schön getrocknet. Jetzt bestreiche ich die mit dieser Füllung, die ich da gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen Zitronenabrieb reingetan. Man kann das jetzt natürlich so zusammenrollen und dann hat man eine vegetarische Rolle. Aber ich mache jetzt noch mal ein bisschen was Feines da drauf. Ja, ich habe hier einen geräucherten Saibling. Habe ich schon abgeschnitten und da habe ich so Stückchen gemacht. Das kommt auf einen Teil. Dann lasse ich mal ein bisschen frei. Und auf den äußeren Rand mache ich jetzt noch ein paar Bacon oder ich habe jetzt dieses geräucherte Lamm, das habe ich angebraten. Jetzt kommt das Alleraufregendste, nämlich das Rollen. Das lässt sich sehr gut an. Ich lege die jetzt mit der Schnittseite nach unten, damit sich das ein bisschen festdrückt und lasse sie noch mal schön durchkühlen, bevor sie angeschnitten wird. Ich habe die Rolle dann nochmal schön eingepackt in Alufolie und Plastik und ein paar Stunden kühl gestellt. Jetzt packe ich sie auf. Das unschöne Ende, das probiert dann gleich die Köchin. So, das ist eine nette kleine Vorspeise. Ich habe so ein bisschen Spinatsalat und so sieht das dann aus. Wird ganz köstlich.